Wir haben doch alles. Wir haben zwei Eisenbahnen, Maschinenraum. Ja, vielleicht klappt das doch nicht. Kann ja sein. Nein, da hinten. So, zwei Plastik. Eine Redstone-Spule. Zwei Eimer. Zwei Eisen. Und wo ist die Angel? Wo ist die Angel? Wo ist die Angel? Da. Und wir haben einen Fischer. Yay, von meinen Factory. Und wir haben einen Fischer. Yay, von meinen Factory. Reloaded. Hey Leute, herzlich willkommen zu der 8. Folge, glaube ich, von Minecraft Electrocraft. Yeah! Ja. Wir haben in der letzten Folge unser Haus fertig gebaut. Moment, ich werde das was Schrott. Wir haben schon mal ein bisschen mit dem Keller angefangen, weil da kommt der Maschinenraum hin für alle Maschinen, die wir machen werden. Ja, dann legen wir uns mal kurz ins Bett. Ich habe keinen Bock auf Monster. Zum Glück habe ich jetzt auch geschafft, einen Timer zu laufen zu lassen, sonst vergesse ich das immer. Und ja, was brennt denn da? Was haben wir denn hier alles drin? Sortieren. Das kann raus. Ja, wir haben hier nämlich keine Dias gefunden. Das war das Problem. Was ist denn hier drin? Ach, Glas. Ja, können wir jetzt mal verwenden. Für unsere Zwecke. Glasscheiben. Und das normale Glas. So, und ich esse jetzt auch mal schnell was. Spinni! Von hinten angegriffen. Ganz crazy. So, fangen wir mit dem Fenster an. Dahin, dahin. Hier natürlich auch, hier hinten. Obwohl man eigentlich nicht braucht, aber das ist egal. Dann hier kommt auch die hier hin. Sieht das Haus einfach freundlicher aus, wenn da Gläser drin sind. Steht hier. Und da brauchen wir nichts zu machen, weil da ist nämlich Berg. Sieht dann hässlich aus. So, ich weiß nicht genau, wie wir jetzt weitermachen sollen. Wir können zack und zack machen. Hier mal die Kohle rausnehmen, weil mehr Glas brauchen wir nämlich auch nicht. Ja. Was wollen wir denn machen? Ich glaube, wir fangen jetzt mal an mit den... Ich glaube, wir müssen nochmal auf Foto gehen, ne? Oder fangen wir schon mit dem Maschinenraum an. Ich glaube, es ist besser mit dem Maschinenraum, man sieht hier mehr. Dann machen wir gleich mal so eine. Zack, zack. So. Und dann gehen wir nochmal nach oben. Und dann fangen wir mal an den... Hier machen wir am besten so einen Gang. Das wäre am besten. So, kommt hier so ein Gang hin und wenn hier so links und rechts die einzelnen Räume reinkommen, so Zaubertisch, Maschinenraum und so weiter und so fort. Also mir fällt gerade nicht viel ein, aber später, früher oder später brauchen wir das. Dann reißen wir die Decke hier raus. Guck, direkt, hier geht die Spitzhacke nach, das liebe ich einfach an Inventory Tweaks. So. So, und dann noch hier die Erde wegklatschen. So, mit der Quarzspitzhacke. So, geht doch. So, mit den einzelnen Sachen da machen wir später. Da habe ich ein paar Fenster vergessen. Da haben wir noch ein paar. Zack, 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 zack. So. Die kommen hier hin am besten. Ich werde mal gucken nach Tieren oder sowas, weil wir wollen ja natürlich auch Essen haben. Weil wir haben gar kein Essen, wir haben ein echtes Hungerproblem. Und ich habe schon ein bisschen angepflanzt, aber das bringt ja nicht wirklich was. So, dann fangen wir hier an.
Dann wird hier so. Genau, richtig. Der Fischer. Fischers Fritze. Die ist irgendwann immer so schwer. Plastik? Rohplastik. Das Gummiriegel. Gummiriegel aus. Wir sind reich, Leute. Wir können uns einen Fischer machen. Da muss ich aber noch mal ein bisschen informieren, wie das genau geht. Und da fehlt ein Balken. Das gefällt mir gar nicht. Genau, wir müssen, glaube ich, mal ein bisschen Holz farmen gehen, oder nicht? Ich muss mal ein paar Gummibäume an. Anstatt den Bäumen hier, weil die brauchen wir auf jeden Fall. Für Kabel und alles Mögliche. Weil ich würde eigentlich nicht gerne auf Aluminiumkabel gehen, obwohl die eigentlich relativ gut sind. Ich guck mal kurz, was für Kabel wir am besten benutzen könnten. Kabel. Oh! Gibt es eine ganze Menge. Das ist auch gut, dass Galactic Craft alle Mods unterstützt. So. Die kennen wir ja, die beiden. Krass, wie viel es gibt. Wir können jetzt mal gucken. Red Energy. Ja, aber die sind eigentlich am einfachsten zu craften, ne? Die gehen eigentlich relativ schwer. Du musst so viel craften für. Und wir bei uns brauchen wir aber nur Wolle. Wir brauchen einfach nur Schafe. Schafe gibt es hier überall. Also ist das dann kein Problem für uns. So, dann kommt hier so eine Art kleiner Maschinenraum rein. Quasi, wo dann auch für unsere Generatoren das Wasser abgepumpt wird. Denn wir werden sehr wahrscheinlich Dynamos benutzen. Und die benötigen Wasser. Und dann wird hier die Pumpe drin sein. Und wird dann. Kabel wird dann hier weitergehen in diesen Raum und da wird dann der Maschinenraum sein. Habe ich mir eigentlich schon so ein bisschen überlegt, ich habe mir schon mal ein paar Pläne gemacht, denn es ist eigentlich am einfachsten. Einfach eine Pumpe, die pumpt das einfach auf. Ich kann mal kurz demonstrieren. Das ist sie. Ist auch nicht besonders schwer. Braucht nur einen Tank, ist nur ein bisschen Glas, haben wir ja. Ein Minenbohrer. Das alles haben wir auch. Also das ist wirklich alles einfach. Das Steinzahnrad, was ihr gerade gesehen habt, das ist aus einem Holzzahnrad in der Mitte und vier Steinen und ein Holzzahnrad mit vier Stöcken. Also ist nichts Weltbewegendes. Das ist die Struktur, ne? Ja. Das ist sie. Dann werden wir hier natürlich, kommen hier natürlich noch. Ach, ich muss mal ein bisschen Fackeln holen. Ich habe keine Fackeln. Dann seht ihr da unten ja gar nichts. Kohle. Können auch mal ein bisschen Holzkohle machen, ne? Benutzen wir Birke dafür. Die brauchen wir nicht. Zack. Ein paar Fackeln. So. Und dann geht's wieder runter. Werden wir alles natürlich noch auskleiden, klar. So. Ich weiß, glaube ich, auch schon mit was. Genau wie letztes Mal. Das ist eigentlich der beste Stein, den wir eigentlich haben. Oder ich gucke gerade mal. Gibt es noch Marmor? Marmor. Ja, gibt es. Marmorziegel. Aber Marmor müssen wir halt finden. Das muss man halt abbauen. Klappt doch. Container Section. So, zack, zack, alles da rein. Und dann hauen wir hier mal das rein. Und hier das. Nein, da. Hier, das hier. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Holzkohle. Davon haben wir nämlich auf jeden Fall am meisten.
können eigentlich auch Birke benutzen. Dann braucht man das kostspielige Eichen. Der ist ja nicht Eichen. Kostspielig. Kommt der Baum, der ist hässlich, den können wir abbauen. Müssen wir uns auch mal um Essen kümmern. Wir haben einfach so viel zu tun. Einfach unglaublich. So, ich pflanze jetzt erstmal hier die kompletten Gummibäume an. So. Der wird gefällt. Dann kommt da ein neuer hin. Ganz einfach. Brauchen ja auch nicht lange, um zu wachsen. Und die Setzlinge ist ja auch eigentlich ein relativ guter Farbstoff. Was rede ich denn da? Brennstoff. So. Brennstoff ist mit Farbstoff überhaupt nicht zu vergleichen. Außer, dass es hinten das gleiche Wort hat. Erinnerungswort. Die gleiche Silbe. So, jetzt genug gelabert über Deutsch. Wir sind ja nicht in der Schule. Jetzt laufen wir wieder nach Hause. Und mich stört es einfach, dass wir einfach nicht rennen können. Wartet mal. Ich habe eine gute Idee. Ein Knochen haben wir ja wirklich. Knochenmehl. Zack. Zack. Wachstumsgeschwindigkeit erhöht. Und das kommt raus. Das brauchen wir nicht. Die Holzkohle ist auch schon fertig. Dann könnten wir jetzt quasi... es wird Nacht. Das hier machen. Kautschuk. Genau 32. Oh, das war ein Zufall. Wir brennen aber jetzt erstmal das weg. Gibt's nicht mal mehr. Nein. So, Kautschuk, du kommst da. Und Setzling kommt da. Müssen wir behalten. So. Zack. Und es wird Nacht und ich sehe schon das erste Skelett. Das gefällt mir gar nicht. Ja, mach's null Schaden mit dem Scheißbogen. Nein, mein Schwert ist Schrott! Zum Glück habe ich schon ein neues gemacht. Sonst wäre ich im Arsch. Noch irgendjemand, der freiwillig stirbt? Hm? Niemand. Okay. Dann schauen wir mal. Knochenmehl. Haben Weizen für ein Brot, das ist doch perfekt. Und jetzt brauche ich mal unsere Hake. Die ist da. So, der Sand kommt mal weg. Zack, zack. Nein, was mache ich denn da? Da ist doch schon Erde. Und jetzt hier nochmal, hier und hier. Zack und zack. So. Mehr nicht? Nee. So, dann machen wir uns mal unser erstes Brot. Yay! Nee, hä, wieso? Ach, ich muss ja noch Holzdings machen. Schön. Wieskraft. Ist das? Interessant. Gehen jetzt mal ins Bett. Wir wollen keine Zeit verlieren, denn unsere Folge nagt auch schon zum Ende. Ach ja. Aber noch ein bisschen. Und dann machen wir mal weiter mit dem Graben. Hier kommt ja natürlich die Pumpe rein, ist klar. Und dann machen wir hier schon mal den Maschinenraum. Kannst du dich jetzt mal entscheiden, Steve? Was laber ich denn da, Steve? So, der wird aber etwas größer, weil da bekommen natürlich mehrere Maschinen, ist klar. Machen wir halt mehrere Teilungen für die verschiedenen Mods. So hatte ich mir das vorgestellt. Könnte natürlich sich ja noch ändern, ist klar, aber... So, haben schon mal ein bisschen angefangen. Mein Fackel habe ich weggelegt, wie schlau. Und
Knochenmehl. Wir mit einem Pfeil. Juhu. Tack. Und nochmal einen rausgeholt. Und dann jetzt nochmal hier. Zack. Und. Was wollten wir denn noch machen? Scheiße, ich hab's vergessen. Nein! War das hier irgendwo? Genau, hier, Gummiriegel. Was kann man damit machen? Kann damit machen. Genau, Plastik. Wir wollen es nämlich nochmal schmelzen. Dann kriegen wir nämlich Plastik raus und dann können wir nämlich die Pumpe, war das, glaube ich? Ich glaube, die ging. Nee, das war das. Nein. Zurück. Das war der Fischer. Fischers Fritze. So. Da werde ich mich nach der Folge mal ein bisschen informieren, wie das auch genau geht. Und ja. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Wir haben nochmal einen Weizen übrig. Kann da mal rein. Die Schere kommt wieder auf seinen Posten. Das kommt raus. Das. Ein bisschen sortieren. So. Ne, so. Zack. Und die Fackeln. So. Dann fangen wir doch mal ein bisschen mit Dings an. Hier. Was kann man am besten dazu machen? Wir könnten das alles um ein bisschen beschleunigen. Indem wir so machen. Und so machen. Natürlich auch noch so, ist klar. Dann haben wir hier noch ein bisschen mehr Platz zum Laufen und ja. Ist halt ein bisschen geregelt. Mit den Platzverhältnissen. So, ja, das geht auch drauf. Das können wir noch machen. Wir können mal mit dem Plastik arbeiten. So. Das kommt mal da raus. Das kommt jetzt da rein. So, jetzt haben wir vier Plastikfolie. Sieht nicht mehr so aus wie die, aber egal. Ein Richtzonspule. Ein Gold und zwei Redstone. Dann wird das halt angeordnet. Död. So. Zwei Fäden. Zum Glück haben wir die dabei. Also zum Glück haben wir die. Ich glaube, das geht so, ne? Ja, ich bin der Boss, Alter. So. Und dann noch zwei Eimer. Das ist locker. Eisen. Zwei Eimer. Zack. Und ein Maschinenrahmen. Das geht aus Eisen, Glas, Gold. Also alles, was wir haben. 1, 2, 3, 4. 4. Dann brauchen wir noch Dings. Nicht. Ja, genau. Gold. 1. Dann kommt das in die Mitte. Das kommt dann nach außen. So, und dann kommt ja, das so hin. So, dann gehen wir an die Werkbank, machen so. Und das ist auch noch nicht fertig. Wieso nicht? Wir haben doch alles. Wir haben zwei Eisenbarren, Maschinenrahmen. Ja, vielleicht klappt das doch nicht. Kann ja sein. Nein, dahin. So, zwei Plastik. Eine Redstone-Spule, zwei Eimer, zwei Eisen und wo ist die Angel? Da. Und wir haben einen Fischer. Yay, von meinem Factory. Reloaded. So, mit dem können wir dann unendlich fischen. Das heißt, wir machen hier so ein 4x4 hin. Und hier kommt die Pumpe hin mit 4x4. Und ja, und dann wird das unendlich Fisch rausgesogen. Geil, ne? Und ich unendlich essen. Dann können wir das brennen, automatisch. Und ja, das ist doch relativ geil, oder? Ja, finde ich ja auch. Okay, Spaß beiseite. Wir hören nämlich jetzt auf für die Folge. Wir haben einen Fischer, das ist geil. Fischers Fritze. Ja, dann das war's, ne? Bis zum nächsten Mal. Tschüss.